Hallo, good morning, friends. Es ist jetzt 8:30, ich habe jetzt gerade gefrühstückt und mein Frühbrot gemacht. Und zwar, also ich finde es halt hier voll krass, weil es ist halt so voll normal, dass man so ein Bocadillo hat, also halt so ein Schulbrot. Spanisches Brot, halt Baguette einfach nur. Weißbrot und keine Ahnung, ich esse halt immer mit Käse. Und es machen wirklich alle, also alle Leute haben es einfach nur in Alufolie drin und machen das dann so in ihren Schulranzen. Und ich finde das so eine Verschwendung einfach nur, weil, also ich meine, in Deutschland ist es ja halt so normal, dass man so eine Schulbox hat irgendwie. Und das finde ich irgendwie viel besser und ich weiß nicht warum, aber ich finde es so krass und es wird irgendwie so viel Plastik verschwendet und I don't know. Hallo Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Schule und ich habe noch 2 Minuten und wahrscheinlich komme ich wieder zu spät, so wie immer. Also ich komme eigentlich gar nicht immer zu spät zur Schule, aber ich komme halt immer so richtig knapp, weil ich halt so ein zu spät kommen will, aber so die Person, die halt so fast zu spät kommt, aber nicht so ganz. Auf jeden Fall das. Und es ist 9 Uhr morgens und ich schwitze einfach schon. Es ist unglaublich, die Sonne scheint so krass und oh mein Gott. Falls ihr es nicht mitbekommen, das wird ein Day in my Life Video, ich habe es gar nicht gesagt. Und viel Spaß. Curioso, Eva, muy curioso eso. Pues algo que al final le pasaba. Es donde mi lugar favorito en el mundo es donde quieres estar querido. Mi lugar favorito del mundo es junto al área. Y el niño dice: pues yo casi me pongo a llorar, pero no por el libro. Porque ya no lo leo. Bueno, estamos aquí estudiando, ¿vale? Estudiando. Todo eso, eso es el fracking. ¿Te acuerdas? ¿Qué tal las cerezas? Brom. Me encanta. Brom 1357. Bueno, tenemos aquí a las chicas de ciencias estudiando. ¿Cuál he dicho? Y a Paula es Brom. ¿Brom? Y yo ya he acabado. Y ella también. Y ella. Ahora no. Ana Belén también. Y ya nos vamos de este puto colegio. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Estallamientos! ¡Eh! ¡Mala huella tiene que estar aquí! ¡Ay, qué estoy yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No está grabando! No. ¿Está aquí? Pues está. ¡Ojo que está aquí! ¡Ahora! ¡Esta! ¡Aguas! Vale, contesta. ¿Algo que decir, Lara? Mejor no. Ahí está el tupe, ¿vale? La mitad de los palos estaba entre dos. Y puse la mano en medio agua. Sí, sí. Puse la pausa. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Está aquí a la vieja. La nueva mascota de la clase. ¡Wow! ¡Ay, cómo qué bonita! Mira, espera, mira, ahora tenemos ventiladores. Sí, qué bueno, guay. También no gira. Bueno, no gira, pero no pasa nada. Nos vamos. Adiós. Adiós, clase. Adiós. Fenomenal. Tan, tan, tan. Se acaba, se acaba. Ya lo sé, ya estoy fuerte, voy todos los días a gimnasio. Ah, claro. Que no es mentira. No es mentira, Hello Chicks, ich habe Schulschluss, es sind 2 und ich hatte in der letzten Stunde noch ein Examen in Geschichte über den Franquismo, also halt Franco und so. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist, halt so ein Diktator gewesen, so wie Hitler, halt nicht, nur nicht so stark. Und auf jeden Fall das. Und es lief eigentlich, also es lief echt gut und ich habe auch halt echt vorher gelernt und so. Und es war halt eigentlich, war es halt so ein typisches Auswendiglernexamen, es war komplett Auswendiglernen eigentlich. Aber, und es war halt nicht so, also musste das Examen nicht machen, aber ich wollte es eigentlich gerne machen, weil ich mag halt Geschichte und ich mag meinen Lehrer, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, und ich fand das Thema auch interessant und so und ich wollte halt meine Note auch ein bisschen verbessern. Dachte ich mir so, im Prinzip war es halt nur auswendig lernen, aber er meinte so von wegen, ja, du kannst das ganze Thema auch, du kannst auch halt einfach komplett, wenn du es halt wirklich verstehst, dann kannst du es halt auch lernen. Und dann habe ich halt versucht, das heißt, ich habe mir so Dokumentation angeguckt und so alles und halt das Thema und ich habe das halt so wirklich dann so am Ende halt so gut gelernt und so und ich habe es halt so voll verstanden und so und die anderen Leute haben es halt alle nur auswendig gelernt und wissen es jetzt ja gar nicht mehr nach dem Examen, aber ich bin so, yo girl, ich weiß es alles, ich habe es so voll verstanden und das finde ich so,
ist halt so die beste, der beste Weg, so irgendwas zu lernen oder so. Also ich versuche immer halt das zu verstehen, das Thema irgendwie. Weil wenn ich es halt nur auswendig lerne, dann bleibt es halt nicht in meinem Kopf. Und das finde ich irgendwie halt, ist ja nicht so der Sinn am Lernen. Deswegen. Was ihr gerade gesehen habt, dass man einfach so die Plastikflaschen halt einfach so crasht, klein macht und einfach so wegschmeißt, ist einfach hier so ganz normal. Das ist hier so, also hier so das System. Ui. Das System so von Pfandflaschen existiert hier irgendwie gar nicht. Und ich habe gemerkt, ich hatte halt auch, also ich war auch halt eine Engländerin im Februar irgendwie hier und sie habe ich das halt gefragt. Und sie meinte, in England gibt es das halt auch nicht und ich wusste das gar nicht, weil ich dachte halt irgendwie in ganz Europa wäre es halt so normal oder zumindest so in der EU oder keine Ahnung, halt ich dachte irgendwie, das wäre so halt so voll, also es ist so jeder hätte, jedes Land, aber irgendwie halt nicht und das fand ich so voll krass und I don't know. Fun Fact. Hi Leute. Ja. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen am Chillen gewesen. Es ist gerade schon um kurz vor 5, also jetzt 4:45 schon. Und in Deutschland wäre es halt so voll spät irgendwie. Also wenn es hier um 5 ist, ist es so, wie wenn es in Deutschland so um 3 oder um 3:30 wäre ungefähr. Also so ist es sich vorstellen. Es ist halt so wie normaler Nachmittag, so ganz normal. Also halt so mitten am Nachmittag. So. Und ich habe gerade ein bisschen gechillt und so Siesta gemacht, aber im Prinzip mache ich halt keine Siesta und halt normale Spanier machen auch keine Siesta, also halt alle Spanier haben im Prinzip eigentlich so eine, halt so eine Mittagspause und so, aber ich kenne halt niemanden, der sich wirklich jeden Tag hinlegt und Siesta macht. Also gestern bin ich zum Beispiel halt, gestern halt Montag, heute ist Dienstag übrigens, und gestern zum Beispiel am Montag bin ich halt nach der Schule, bin nach Hause gekommen, mich geduscht, gegessen und alles und bin halt in mein Zimmer, hab so ein bisschen geschillt. Und bin dann auf einmal eingeschlafen und so und hab dann halt eine Stunde oder so gepennt, aber halt so, das ist jetzt nicht so das, was ich so jeden Tag mache, deswegen, ja. Hi peeps, change of environment. Ich darf jetzt gerade zur Metrostation, typical Lara, weil ich mich nämlich verabredet habe, um einfach so halt zu chillen in so eine Runde und normalerweise ist das hier so voll unnormal, dass man sich so unter der Woche verabredet, aber es ist halt meine vorletzte Schulwoche und nächste Woche gibt es kein Unterricht mehr, gar nicht mehr, also wir gehen auch gar nicht mehr zur Schule nächste Woche. Es ist nur noch, offiziell halt noch Teil des Schuljahres, so. Ich habe halt heute, wie gesagt, mein letztes Examen geschrieben, deswegen das und danach gehe ich eben zur Akademie und habe eine Castellanestunde. Fuck, ist meine Metro? Das wird auch nicht meine Metro.
Auf jeden Fall, ich habe eine Castellana-Stunde, beziehungsweise zwei, mit Enno. Liebe Grüße an Enno. Falls du das siehst, ganz viel Liebe an dich, Bro. Ay, no, mierda. En el laurel sí que te lo tomas, ¿eh? No, con cubiertos nunca. No, ni polla. No. Sí. ¿Qué los bizcochos va? También te los tomas con cubiertos. Bizcochos sí, hombre. Ajá. Habla. Habla. Parla, chiqueta. Parla. It doesn't matter. Oh, yeah, I'm gonna understand you. Anyways, bueno. Also wir sind jetzt hier gerade, wir sind jetzt hier gerade on the way to the academia. What? El caso. Wir haben gerade Kaffee getrunken. Das hört sich so voll so special an und so. Also er hat wirklich einen Kaffee getrunken, aber ich nicht. Du oder ich? Das ist casi. No. Minus cinco. Also es sind 5 vor 5, ich habe jetzt noch 5 Minuten, um zu meiner Akademie zu kommen. Und das schaffe ich auf jeden Fall voll pünktlich und so. Ich bin nie pünktlich, aber heute schon. Oh yeah. Let's go. Hola. Que lo abramos, si igual es más fácil. Esto es vídeo más. Qué bueno. Es en plan, en tu Zoom que flipas. Hola. Así que lo siento. No, qué vale. Pues. Espero que no esté mal. Los pies blanquísimos. Esta mañana tenía los pies blanquísimos. Tan, 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 tan. Damn. Damn. No sé cómo ya. No, a ver. Hi Menschen, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und es ist jetzt schon um 9 Uhr abends. Und auf jeden Fall bin ich jetzt gerade nach Hause gekommen. Und also ich bin noch nicht zu Hause, aber ich gehe jetzt nach Hause. Aber in 2 Minuten bin ich zu Hause. Und ich war halt vorhin dann eben Kaffee trinken oder in der Academia und ich hatte das voll vergessen, aber ich werde das mal auf Spanisch reden. O sea que voy a hablar en castellano, porque es como que se me hace raro. Porque, o sea, mi profesora de Academia, Raquel, es que es un ángel y es que es un amor y nos ha hecho una tarta de chocolate a nosotros dos y es que encima somos solo 2 alumnos, entonces, o sea, pero... estaba buenísima, por eso también sobraba tarta, pude llevar tarta a casa y pues está muy guay. Hablar alemán, pero siempre hay subtítulos en castellano, porque si no lo supierais, siempre hay subtítulos, o sea que, bueno. Auf jeden Fall, wollte ich sagen, es gibt halt immer Untertitel in meinen Videos, also wenn ich irgendwie Spanisch rede, dann kriege ich einfach die Untertitel und dann kommt da alles, was ich auf Deutsch, also was ich, wie das auf Deutsch wäre. Sehr gut. Akademie und es ist jetzt um 9 und ich gehe nach Hause und ich habe Kuchen und ja. Und es war richtig nice in der Akademie, also halt, also ich mag halt unserem Unterricht immer voll das Wort. Weil es ist halt nicht so, dass du einfach so Spanischunterricht gibst, halt einfach nur so langweiligen Grammatikstoff und so, halt so richtig so trocken, sondern es ist halt immer richtig witzig und weil wir halt so ein relativ hohes Niveau schon, also Level erreicht haben, so Sprachlevel und so mäßig. Wir haben uns halt auch so über halt interessante Themen einfach unterhalten und nicht nur halt so Sachen, die halt so nur das Ziel haben, dass du halt die Sprache lernst, sondern einfach halt so, dass du die Sprache lernst, indem du über Themen redest, die dich interessieren. Leute, wir sind jetzt wieder zurückgekommen, weil es gerade... Bueno, aquí tenemos un chico tonto de mierda al revés. Hola. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade zurückgekommen vor ungefähr einer halben Stunde. Wir waren jetzt noch Abendbrot essen und normalerweise, ich schwör's euch wirklich, normalerweise esse ich nicht so viel an einem Tag, aber ich habe einfach heute so viel gegessen, oh mein Gott. Und eben halt beim Italiener, also in Tagliatella,
Und es ist halt so Italiener, also es ist halt so eine Restaurantkette. Als ich nach Hause komme, muss ich mich einfach so irgendwie 5 Minuten auf mein Bett legen, so nichts machen, einfach nur atmen. Oh Gott, jetzt bin ich so müde. Ich hoffe, euch hat der Day in My Life Vlog gefallen. War ein sehr interessanter Tag eigentlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.